So Leute, willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Ja, wir sind hier immer noch auf dem lustigen Klack-Klack-Rot-Baum, wie auch immer. Danke. So, warte, ich frage mich gerade, komme ich bei dem anderen Gang? Ach egal, ich gehe hier lang. Ist mir doch etwas sicherer. Okay, wir werden den Baum erklimmen, dann werden wir nochmal runtergehen, dann werden wir den Baum von der anderen Seite erklimmen, dann werden wir nochmal runtergehen, dann werden wir den Baum wieder erklimmen. Das ist toll. Ja. Total aufregend, ich weiß, aber das Ganze dürfen wir dann noch zweimal machen, wahrscheinlich im Herbst und Winter. Na komm. Ah, geht weg. Wollt ihr mich verarschen? Oder willst du mich verarschen, Banjo? Ah! Verpisst euch! Oh Mann! Das ist so dumm, dass diese Heildinger Bienen um sich rum haben. Na, immerhin habe ich einen Fluss da durchgehalten jetzt. Da oben ist der Adler. Wenn ich da drauf gehe, kam ich wieder zurück, oder gut. Hallo du. Ein Würmchen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie viel der will. Aber jetzt habe ich 7. 7 finde ich eine schöne Zahl, aber ich glaube nicht, dass der 7 will. Der wird schon 10 oder so. Gehen wir mal hier rein. Was macht denn unser Eichhörnchen-Freund im Sommer? Tja, was Eichhörnchen im Sommer halt so machen, ne? Fett sein. Hm. Aber für den Eichhörnchen habe ich Bauchweh. Nee. Für den Winter keinen Vorrat mehr. Okay, hab schon verstanden, Kumpel. Du willst, dass wir dir im Herbst Eicheln sammeln. Richtig? Gut, das glaube ich jetzt einfach mal. Bam. Hallo, Scheißvogel. Dein für coole Vogel, die du spielst kannst. Wow! Nein, 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 nein! Oh Mann! Jetzt sind wir hier. Jetzt können wir gucken, was wir bei dem Gang erforschen. Och Mann! Sturz, Sturz, Sturz. Ich nenne diese Folge direkt am besten Sturz Teil 2. Oder immer noch Sturz oder was auch immer. Hallo Wurm. Ja, ich glaube echt, dass ich der 10 Würmer will. Das wäre jedenfalls eine passende Zahl irgendwie. Ach Mann. Trotzdem mag ich diese Welt übrigens irgendwie. Eine komische Art und Weise. Nein, die Welt ist cool. Wirklich. Hallo Mumbo. Wegen dir bin ich gar nicht hier. Aber ich nehme mich jetzt mal mit, wenn ich schon mal hier bin. Und hier bin ich hier. Goldene Feder. Kann ich aber gebrauchen, wenn ich wieder diesen Drecksvögeln da ausweichen will, indem ich sie einfach überrenne mit meinem magischen Federkleid. Okay. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Dankeschön. So, sind wir jetzt hier woanders eigentlich? Ach so, wir kommen von hier aus genauso da hoch. Hier ist der Bienenstock. Okay, sag ich mal rein hier. Wow, was auch immer jetzt hier abgeht. Alarm, Alarm, das ist der dicke Bär. Ja, es ist ein bisschen grundsätzlich, das ist Goldklaue, das ist Stich, Stich, süß. Oh Gott. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich hab doch keinen Plan. Ja, das ist jetzt wichtig. Ich muss kurz die Tür aufmachen. Okay, und zurück sind wir, Leute. Yay! Das ist der hat uns besiegt. Naja. Bim, bim. Bim, bim, bim. So, wenn ich kein Teil habe, aber dieses langweilige Ding. Ja, okay, schon gut. Ich habe mich genug auf Bienisch unterhalten. Bienisch? Streich das aus eurem Gedächtnis, bitte. Okay, und wir klettern wieder raus. Aber anscheinend nicht durch den Haupteingang. Na gut, wir haben hier ein Puzzleteil jedenfalls. Wir sind gut im Sommer dabei. Ich sehe nichts. Fragezeichen Ausgang? Ich will hier wieder raus, ne? Irgendwie. Scheine ich aber irgendwie nicht zu können. Hä? Ah, gut. Ich dachte schon, jetzt wäre ich hier gefangen.
Gut, klettern wir doch weiter im Sommer noch ein bisschen nach oben. Wir haben schon 5 Puzzleteile. Fehlt aber noch einiges. Vor allen Dingen an Noten. Und an Honigfarben. Warum diese Honigfarben? Mann! Wow. Wow. Und schon sind wir wieder hier oben. Toll, oder? So, und ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Piranha-Pflanzen töte. Ich meine, die sind sogar immun gegen meine... Also vollkommen immun. Der Bulle kippt wenigstens um. Aber die sind ja vollkommen immun gegen meine goldenen Federn. Hilfe. Das ist ein Spektakel hier im Click-Lock-Wood, sage ich euch. Das ist ein Spektakel. Aber ein schönes Spektakel, denn diese Welt ist toll und groß und noch größer. Und am großesten. Was ist heute los? Okay. Gut, hätten wir den Drecksvogel, der uns hier zum Runterfallen verleitet hat, das letzte Mal auch gekillt. So, wie viel willst du haben? Mein Kleiner. Schön saftig. Komm. 8 Stück waren das jetzt, oder? Reicht das schon? Ach so. Holy. Jetzt bin ich aber satt. Will schlafen. Okay, müssen wir den jetzt komplett erziehen, diesen Vogel? Ach. Bis er ein großer, starker Adler ist. Irgendwie eine super coole Idee, dieses Level hier. Wirklich genial, wenn nicht sogar die beste. Auf jeden Fall ist der wohl toll. Und hier, wenn ich wenigstens, im Sommer werde ich wenigstens dazu verleitet mitzusingen, weil die Musik nicht so schnell ist. Und das sind nicht so catchy Töne. Oh, no comments on this place. Ist das wieder mal herrlich. Ich habe so ein Talent, einfach runterzufallen. Warum falle ich eigentlich anderen runter? Ich meine, das muss doch irgendwas mit tiefgründigen Analysen zu tun haben. Warum stürze ich andauernd hinunter? Manno. Egal. Dann gehen wir eben weiter nach oben. Oder gehen nochmal nach oben zum 780. Mal. Also im Sommer bin ich aber irgendwie viel häufiger runtergefallen als im Frühling. Kann das sein? Woran das wohl liegt? Vielleicht, weil der Sommer überhaupt nicht meine Jahreszeit ist? Ja, wirklich. Meine Lieblingsjahreszeit, jetzt so, also hier im richtigen Leben, meine ich, ist der Herbst. Ja, und den... Ja, genau. Und den Frühling mag ich auch ganz gern. Früher war es eigentlich der Winter, aber der ist mir mittlerweile irgendwie doch ein bisschen zu unangenehm geworden. Aber Herbst ist die beste Jahreszeit, eindeutig. Da ist es schön frisch, kühl. Und, ja... Mann. Ich bin ja voll verkabelt. Alles liegt im Weg. Nicht gut. Gut, jetzt sind wir wieder da an der Stelle, wo wir gerade eben runtergefallen sind, fast. Ja, genau hier. Oder war es hier? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ah, glücklich, glücklich, glücklich geschafft. Okay, so, der letzte Ort, wo wir noch hin können hier. Als Banjo und dann verwandeln und am besten mal eine Biene, würde ich sagen, und gucken uns da um. Ja? Cool. Leute, das war Banjo-Kazooie für heute. Bis dann. Ciao.